Und damit ein ganz herzliches Willkommen zur Konferenz. Der 8. Spieltag in der 3. Liga steht an. Ursprünglich wollte ich eigentlich einen Livestream dazu machen, jedoch habe ich am Samstag keine Zeit, dementsprechend das hier jetzt im Voraus produziert. Viel Spaß auf jeden Fall dabei und bedenkt, es ist nur eine Prognose und ich bin kein ausgebildeter Kommentator, Sprachfehler also immer mal wieder denkbar. Und die anderen drei Spiele, die dazugehören, werden nach der Konferenz noch einmal kurz zusammengefasst sein. Und damit herzlich willkommen in der Samstagskonferenz der 3. Liga. 1860 München hier zu Hause gegen den SVW in Wiesbaden. Eine von 7 hochkarätigen Partien und die Münchner Löwen sind heiß zu gewinnen mal wieder. 2:2 zuletzt beim FC Hansa Rostock, ein etwas umstrittener Strafstoß führte da zum Ausgleich kurz vor Schluss. Und jetzt schauen wir aber erstmal eine Station weiter nach Meppen, wo Unterhaching zu Gast ist und die haben am letzten Spieltag die erste Niederlage zu Hause gegen Würzburg erfahren müssen. Wir schauen auf die Tabelle. Die Mannschaften in Rot einkariert sind heute in der Konferenz zu sehen. Viele von ganz unten im Mittelfeld, ein paar Mannschaften, die nicht dabei sind, beziehungsweise gestern oder morgen spielen. Und ganz oben die oben drei, Uerdingen, Unterhaching und Würzburg in der Konferenz dabei. Und die Würzburger auf Platz 3, die wollen wir sehen. Da ist Eintracht Braunschweig zu Gast. Die haben es am letzten Spieltag endlich zustande gebracht, den ersten Sieg zu erzielen. 2:0 am Ende gegen Carl Zeiss Jena. Otto, ein Jungspund war es, der die beiden Tore erzwingen konnte und damit den ersten so ersehnten Dreier einfahren konnte. Wir springen nach Jena, da ist Kaiserslautern zu Gast. Ja, der zweite Absteiger von den beiden auch ebenfalls hier in der Konferenz zu sehen. Zuletzt am Montagabend 3:3 in der 90. noch bekommen gegen Fortuna Köln. Auch das war wieder ein Rückschlag. Man muss jetzt gewinnen, wenn man oben noch ein Wörtchen mitreden will. Die Saison ist lang, aber wir schauen ins Südstadion nach Köln. Hier ist Lotte zu Gast. Wir wollen gar nicht viel Zeit verschwenden. Es gibt ja noch 2 weitere Partien in der Konferenz. Die ersten Eindrücke jetzt hier aus der Domstadt und dann geht's weiter nach Karlsruhe. Und hier im Wildparkstadion ist der Spitzenreiter zu Gast und ja, er spielt Dominik Marot. Was für eine Geschichte. Hat seinen Profivertrag unter der Woche bekommen beim KFC. Wir sind gespannt drauf. Starten wollen wir die Konferenz aber in Groß-Asbach, wo der FC Hansa Rostock zu Gast ist. Auch eine spannende Partie. Rostock am Ende mit dem 2:2 gegen 1860 München etwas enttäuscht, sodass heute 3 Punkte eingefahren werden sollen. Aber die Sonnhof Groß-Asbach wird es ihnen da nicht so ganz einfach machen. 0:0 zuletzt gegen Cottbus. Und so geht's hier los in die Konferenz. In Rot von links nach rechts die Groß-Asbacher in den heimischen Farben eben und dementsprechend von rechts nach links die Rostocker Gäste in Blau. Und Groß-Asbach versucht hier gleich ein Wörtchen nach vorne. Tor in Köln. Ab nach Köln. Fortuna Köln führt mit 1:0 und es ist Moritz Hartmann in der 3. Spielminute zuletzt ein Tor gemacht gegen Kaiserslautern und einen Elfmeter kläglich verschossen. Jetzt macht er hier den Führungstreffer für die Gastgeber. Keine Chance, den zu halten. Und die Sportfreunde Lotte, die in den letzten beiden Wochen besser in die Saison reinkam, starten jetzt schlecht in die Partie. Fortuna Köln führt ganz früh mit 1:0 und der Routinier macht. Dafür wurde er eben auch geholt, um diese Dinger zu machen. Und Lotte läuft jetzt hier früh einem Rückstand hinterher. Das hätte man gerne verhindert gewusst. Aber gut, lange Zeit auf der anderen Seite wiederum, um das Ganze auszugleichen. Österhellweg, Reimering, können Sie hier gleich antworten. Dietz, klasse, weitergeleitet. Wegkamp, wir gehen weiter. Und springen nach München. 0:0 nach 7 Spielminuten. So viel ist hier noch nicht los, aber der TSV möchte die Partie in die Hand nehmen. Und das Ganze machen sie auch bislang ganz gut. Wehen verteidigt erstmal, aber auch zuletzt 3:0 erfolgreich gewesen. Und das war jetzt eine gute Abwehraktion von Minzel und der bringt den Ball schnell nach vorne. Möglichkeit für Brandstätter. Simon Brandstätter, da muss der Abschluss eigentlich kommen. Legt nochmal quer, Schipnowski und Schäffler wird aber von Hiller erstmal gestoppt. 12 Minuten jetzt von der Uhr
über diese Nadelstiche kann Wehen erfolgreich werden. Hätte das hier vielleicht sogar schon ausnutzen müssen. Hille aber mit einer guten Tor in Würzburg. Tat. Und dann gehen wir nach Würzburg. Zu 0 für Würzburg. Orhan Ademi in der 12. Spielminute bringt die in rot gekleideten Gastgeber in Front. Die Fans jubeln und Braunschweig liegt wieder zurück. Konnten sie also doch eventuell nichts vom Sieg gegen Jena mitnehmen. Orhan Ademi, der hat einen klasse Abschluss und ist super in der Saison angekommen. Nach Startschwierigkeiten ist Würzburg jetzt ein richtiges Spitzenteam geworden, ja vor dem Spieltag auf Platz 3 stehend in der Tabelle. Und so kann es ruhig weitergehen aus eigener Sicht. Orhan Ademi also mit dem 1:0 in der 12. Spielminute. Das sind die ersten Eindrücke auch hier aus dem Frankenland. Und dann wollen wir einmal weitergehen nach Meppen. Da ist der ehemalige Tabellenführer zu Gast. Ja, Unterhaching wurde gestürzt von eben gesehenen Würzburgern am letzten Sonntag 0:1 damals. Baumann war es mit einem klasse Kopfball, der das Ganze entschied mit einem Treffer, eben den Treffer des Tages erzielt. Aber der SV Meppen ist Tabellenletzter und das sieht man hier. Unterhaching hat die Partie komplett in der Hand. Es fehlt eigentlich nur der Treffer, aber super Parade in dieser Situation hier von Domaschke, fährt die Hand aus und kann Schlimmeres verhindern. Es gibt aber ein Eckstoß und auch da ist Unterhaching durchaus gefährlich. Bigalke weiß, diese Dinger reinzutreten, aber Posipal ist erstmal dazwischen. Klärt den Ball aus der Gefahrenzone. Wegner jetzt gegen Welzmüller, gewinnt das Duell von Hacke. Und dann haben wir auch hier die ersten Eindrücke miterlebt. Wir geben noch eine Station weiter. Kaiserslautern gerade mit der Riesenmöglichkeit. Biada muss es machen, aber was für eine überragende Tat auch von Joe Coppens. Kann man auch nur den Hut vorziehen, aber es hätte hier nach 19 Minuten 0:1 stehen müssen. Das war so eine riesige Möglichkeit. Der muss einfach sitzen. Kraus jetzt mit dem Kopfball. Aber das ist im Gegensatz zu der Chance eben ein leichtes für den Schlussmann der Jena. Und jetzt ein weiter Abschlag und eventuell die Möglichkeit zum Konter. Der erste FC Kaiserslautern geht gerade nicht so recht auf den Ball rauf. Es ist eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, die Hochkaräter hatte, aber der erste FCK, der jetzt endlich mal wieder gewinnen möchte, seit dem ersten Spieltag, ist das nicht mehr gelungen. Über die rechte Seite jetzt, Pick vielleicht. Aber Stenzel klärt das Ganze und dann wollen wir nach Karlsruhe gehen, da ist der Tabellenführer zu Gast. Aber Karlsruhe macht das gut, hat ja auch gegen Osnabrück gewonnen. Großkreuz kann nicht richtig klären, dann fällt Fink der Ball vor die Füße und der ist drin und er zählt. 26. Minute, 1:0. Anton Fink mit dem Treffer, bitter für den KFC, der diese Situation gerade schon hätte klären müssen. Und genau in dem Zeitpunkt, dass wir das sehen können, schalten wir gerade dazu. Großkreuz schlecht geklärt, Erb fälscht unglücklich ab, direkt vor die Füße von Fink und ein Fink steht da, wo er stehen muss. Mit seiner Qualität, mit seiner Erfahrung ist er eben genau an dieser Stelle zu finden. 1:0 für den KSC und eben schon angesprochen, gegen Osnabrück am letzten Wochenende gewonnen. 1:0, den Osnabrückern die erste Niederlage beigebracht und der KFC Uerdingen möchte das jetzt wirklich verhindern und liegt jetzt aber erstmal nach nicht mal einer gespielten halben Stunde zurück und gerät damit früh schon Tor unter in Würzburg. Druck. Tor in Würzburg, das wollen wir uns natürlich anschauen und mal schauen, ob Uerdingen hier noch was reißen kann. Ist ja genug Zeit. Hier sieht es erstmal schlecht für Braunschweig aus. 2:0, Orhan Ademi, Doppelpack. Zu wenig Druck, zu viel Zeit und dann ist es Ademi wieder mit seiner Ruhe vor dem Kasten, der direkt auf dem Elfmeterpunkt steht und den nur noch links in die Ecke einschiebt. Hier steht 2:0 und in Meppen ist der Treffer gefallen. Der nächste, los geht's. Der Tabellenletzte führt. Der SV Meppen geht in Front und es ist Wegner mit einem fantastischen Tor. Unterhaching sieht da gar nicht gut aus in dieser Situation. Stand jetzt Braunschweig wieder Letzter, aber was hat die Tabelle an diesem Spieltag schon für eine Aussagekraft? Aber dennoch wäre das sehr, sehr wichtig, emotional,
diese Partie Tor in Köln. Zu gewinnen. Tor in Köln wollen wir natürlich hinschauen. Mit diesen Bildern geben wir rüber. Der Ausgleich, 30. Spielminute. Lotte spielt gut mit und Lotte macht das Ding. Wegkamp muss es hier eigentlich schon machen. Setzt den Ball an den Pfosten. Österhellwig haut den Ball aus spitzem Winkel dann aber rüber. Hier steht es 1:1 und wir geben nach Groß-Asbach. Rostock kommt, Biancardi und unten laufen einmal die Zwischenstände durch. Könnt ihr sich gerne anschauen hier in Groß-Asbach. Leider noch kein Tor gefallen. Es ist eine vernünftige Partie. Sie haut einen jetzt nicht wirklich vom Hocker, aber es ist schon so, dass Rostock die bessere Mannschaft ist, das Spiel in die Hand genommen hat. Groß-Asbach versucht erstmal hier die Null zu halten. Klare Sache, wäre gegen Rostock auch durchaus ein Erfolg und eventuell aber auch über einen Nadelstich zum Siegtreffer zu kommen. Mit solchen Freistößen aus dem Halbfeld wird das allerdings relativ wenig. Breyer jetzt, Königs, die Möglichkeit zum schnellen Konter. Wannenwetsch verliert aber den Ball an Thermann und wir geben nach München. Hier steht es auch noch 0-0. Wien Wiesbaden ist zu Gast. Möglichkeit gerade für Mwroza, aber gut abgewehrt von Weber, wenn ich mich nicht verschaut habe. 34. Minute, eben auch noch ein torloses Spiel. Der Eckstoß jetzt aber erstmal ungefährlich. Wilsch ist dazwischen. Minzel bekommt den Ball aber auf den Fuß. Jetzt aber Kirin Moll mit dem Fehler. Jedoch Abseitssituation abgepfiffen. Andres unter anderem da im strafbaren Raum. 0:0, es ist eine gute Partie, mehr oder weniger zumindest. Es gibt Möglichkeiten, auch wenn man sagen muss, viel Spaß macht es gerade noch nicht, weil 1860 und Wien Wiesbaden noch nicht das Spiel auf das Feld bringt, was sie sich erhoffen. Vielleicht ist das der Plan von Wien, aber 1860 dürfte das nicht so gut schmecken. Es steht hier nach 37 Minuten 0:0 und Wien kommt gerade wirklich besser in diese Partie hinein. Wurzer auf Scheffler, Tietz Rivero, Brandstätter nochmal, Scheffler mit dem Abschluss, aber Lorenz ist dazwischen. Tor in Köln! Und zur Ecke, wir springen nach Köln, da ist schon der dritte Treffer gefallen. Wir warten hier immer noch auf den ersten. Fortuna Köln führt wieder, Yeboah mit dem 2:1. Ein richtig gutes Spiel hier, auch wenn die Abwehrmannschaften nicht so richtig gut zusammen hier harmonieren. Eröffnet uns das viele Möglichkeiten, hier Treffer zu sehen. Also wieder mal die Führung für Fortuna Köln. Lotte wieder im Hintertreffen. Und Kwame Yeboah macht es eben. Das 2:1 beflügelt sicherlich durch das 3:3 in Kaiserslautern. Tritt Fortuna Köln hier offensiv eben auch sehr, sehr mutig auf. Was aber auch immer hinten dann wieder Anfälligkeiten bietet. Elfmeter in Karlsruhe. 2:1, ab nach Karlsruhe, da gibt es Elfmeter. Die Möglichkeit für Uerdingen auszugleichen. Öztürk wird da gefoult. Setze ich mal noch in Anführungszeichen. Fragwürdig, aber es gibt eben den Strafstoß und Stefan Aigner legt ihn sich zurecht. 40 Minuten, Punkt, genau von der Uhr. Und was ist das für einen Strafstoß? Wir gehen gleich nach Groß-Asbach, aber schauen uns vorher diesen Elfmeter nochmal an. Stefan Aigner hämmert den Ball vorbei. Ab nach Groß-Asbach. Die Gäste führen 1:0 für Hansa Rostock und Schärf ist es gewesen. Der bleibt vor Broll eiskalt. Ein Ball in die Spitze. Groß-Asbach mit der Dreierkette überspielt. Das geht viel zu einfach. Und dann ist Schärf eisig kalt vorm Kasten. Lässt mit seinem linken Fuß Broll wenig Chancen da zu reagieren. Und dem ist auch kein Vorwurf zu machen. Wurde da von seiner Hintermannschaft alleine gelassen. Hier steht es jetzt 0:1, 5 Minuten vor der Pause. Wir geben nochmal nach Jena, wo der 1. FC Kaiserslautern endlich mal wieder gewinnen möchte. 42 Minuten hier von der Uhr und Kaiserslautern kommt gerade stark nach vorne, möchte vor der Pause die Führung erzielen. Hendrik Zurk wirft den Ball ein, Mats Albeck auf Pick und der Abschluss von Biada Groß ist aber dazwischen. Guillaume Croix kann den Ball abwehren und entschärft die Situation. Weiter Abschlag jetzt von Koppens. Eckert hat den Ball auf der linken Seite und spielt auf Sukusch. Gut gespielt. Sehr guter Ball auf Starke und der macht das 1:0. Das ging jetzt viel zu einfach. Aus Sicht der Lauterer. 1:0 doch noch vor der Pause hier.
Unten sehen Sie die Halbzeitergebnisse aus den anderen Stadien. Und Jena macht hier in der Nachspielzeit doch noch den Treffer. Der erste FC Kaiserslautern eben auf der anderen Seite mit der Möglichkeit, aber so dürfen sie sich hier in der Defensive auch nicht präsentieren. Sievers unglücklich. Und so steht es hier 1-0. Wir geben nochmal vor dem Halbzeitpfiff nach Karlsruhe. Fast das 2-0 für den KSC. Aber was war das für ein Elfmeter von Stefan Aigner? Unglaubliche Situation. Die Riesenmöglichkeit zum 1-1. Und dann verbolzt er den so dermaßen weit am Kasten vorbei. So dass der KSC hier weiterhin 1-0 führt. Geht auch nach wie vor in Ordnung, aber dieses 1-1 lag mit dem Elfmeter eben wirklich in der Luft. Und jetzt ist ja auch Pause in den anderen Stadien. Jetzt offiziell auch. Das war's mit der Konferenz in der ersten Halbzeit. Gleich geht's nach 15 Minuten hoffentlich mit spannenden 45 weiter. Jo, das sind einmal die Pausenergebnisse im Überblick. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten würde ich mich auch über ein Abo und ein Like immer freuen. Naja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß dabei. Zurück in München, die zweite Halbzeit beginnt. Und im ersten Durchgang habe ich ein paar nicht ganz so spektakuläre Worte über dieses Spiel verloren, über 1860. Die haben sich aber bis zum Pausenpfiff dann doch durchaus verbessert und waren gewillt, noch die Pausenführung zu erzielen. Das hatte nicht geklappt und wen geriet mehr und mehr unter Druck. Da kam der Pausenpfiff wie gerufen. Jetzt scheint sie hier erstmal nach vorne spielen zu wollen. Tietz Rivero, aber erstmal ist Paul dazwischen und schlägt den Ball etwas weiter nach vorne. Grimaldi, Wein jetzt im Zusammenspiel. Gibt hier den Angriff für 1860. Wir warten drauf. Steinhardt legt zurück. Lorenz. Wen kommt gerade nicht wirklich gut an den Ball. Flanke jetzt von Abruskia mit dem Kopfball. Super Möglichkeit, Grimaldi. Beste Chance der Partie. Wir geben weiter. Nach Meppen. Unterhaching läuft diesem 1-0 Rückstand hinterher. Sie wollen die zweite Niederlage in Serie vermeiden. Und da haben sie noch mehr als eine halbe Stunde zu Zeit. Es müssen aber jetzt die Möglichkeiten kommen. Und da kommt die Möglichkeit. Riesenchance für Stefan Hein. Aber was für eine Parade von Domasch. Gefährt er alles auf, was er hat. Kriegt die Hand ran. Ist dann im Endeffekt auch etwas Glück dabei, aber das hat er sich auch in der Situation verdient. Wenn hier draus nichts wird, schauen wir eine Station weiter. Nach Würzburg, hier steht es 2-0. Knappe Stunde jetzt hier auch von der Uhr und Braunschweig bemüht sich, aber ist gegen starke, wirklich spielstarke Würzburger fast ohne Chance. Und sie müssen eben auch aufpassen, dass sie nicht noch einen Gegentreffer bekommen, weil dann wäre diese Partie definitiv entschieden. Dafür ist Würzburg zu stark in den letzten Wochen, um das noch aus den Händen dann zu geben. Aber jetzt ein schneller Anschlusstreffer könnte es nochmal heiß machen. Und sie kommen über Hofmann und Onur Bulut, aber der Ballverlust. Hofmann hat Glück, dass er sich den Ball nochmal erobern kann. Das ist Janzer mit dem Abschluss. So kann es doch funktionieren für die Eintracht. Aber tolle Parade jetzt auch von Drewes. Der es hier verhindert. Tor in München. Dass Braunschweig wieder rankommt. Tor in München. Das erste. Wollen wir sehen. Das Stadion an der Grünwalder Straße explodiert. 1-0 für den TSV. Und das haben sie sich jetzt mittlerweile hochverdient. Wen viel zu pomadig in der Verteidigung. Und da bekommen sie jetzt die Quittung für. Das ist gut gespielt, aber so richtig geht da auch keiner ran. Die flache Flanke kommt rein. Abruskia bringt die Pike ran. 1-0 für 1860, ab nach Jena. Kaiserslautern will dieses 1-1 und Schad mit dem Abschluss. Koppens mal wieder dran. Bislang haben die Lauterer im Jena-Schlussmann ihren Meister gefunden. Das ist bitter, sie machen eine gute Partie, die Roten Teufel. Es gelingt ihnen einfach nicht, hier einen Treffer zu erzielen. 25 Minuten noch etwa auf der Uhr. Der Ausgleich sollte so langsam kommen, damit man das Ganze hier nochmal drehen kann. Aber momentan sieht es nicht danach aus, als wäre Koppens zu besiegen. Jetzt bringt Jena den Ball erstmal raus, aber
motivationslos und ideenlos nach vorne geballert, weil Jena auch wirklich fast nur noch hinten zu finden ist, das jetzt hier sichern will. Vielleicht ein Fehler, vielleicht die richtige Masche. Albeck ist das jetzt mal im Strafraum mit dem Ball. Albeck mit dem Abschluss. Wir geben nach Großasbach. Fast die Entscheidung oder die Vorentscheidung für Rostock. Kevin Broll mit einer überragenden Reaktion verhindert er das Ganze. Trotzdem Eckball für den FCH. Biancardi bringt den rein und Königs kriegt den Kopfball nur ans Außennetz platziert. Variante auf den kurzen Pfosten, aber sonst wäre Broll auch im gefährdeten Eck gewesen. Wir können noch einmal knapp 20 Minuten vor dem Ende auf die Zwischenstände schauen. Großasbach liegt hier 0:1 zurück. 1860 führt 1:0 gegen Wien. Meppen führt 1:0 gegen Unterhaching. Würzburg führt 2:0 sogar gegen Braunschweig. Jena führt 1:0 gegen Lautern. Fortuna Köln 2:1 gegen Lotte. Und der KSC nach wie vor 1:0 gegen Uerdingen. Jetzt kommt hier Großasbach. Schaffen sie hier noch den Ausgleich? Es ist ja noch Zeit. Da Sebastian Bösel auf Hercher. Super Vorlage Baku. Mit dem Tor aber abseits. Aber so kann es gehen. Super gespielt. Das ist haarscharf, aber wohl richtig. Ab nach Karlsruhe. Karlsruhe kommt und Manuel Stiefler kommt so. 2:0 der KSC. Geht in doppelte Front der KFC Uerdingen. Etwas überrumpelt jetzt. Und der Sechser, der Karlsruher, macht hier sein Ding. Das geht ein bisschen zu einfach. Eine Körpertäuschung. Marot und Erb können nur zuschauen. Und das ist jetzt wirklich bitter für den KFC. Im Hinblick auf die vergebenen Großchancen. Im Hinblick vor allem auf den Strafstoß in der ersten Halbzeit. Makulatur, René Vollert pusht seine Mannschaft nochmal, aber in 21 Minuten hier zwei Dinge aufzuholen gegen den KSC, der heute durchaus leidenschaftlich verteidigt, KFC Uerdingen nicht komplett verhindern kann, aber das so gut macht, dass zwei Tore jetzt für die Gäste schwer vorstellbar sind. Aber wir möchten nichts ausschließen und jetzt kommen sie vielleicht direkt zum Anschluss, dann ist hier sowieso alles möglich. Konrad auf Aigner verliert aber den Ball an Rossmann. Ein unglücklicher Auftritt von Aigner. Und jetzt die Möglichkeit, über diesen Konter diese Partie schon zu entscheiden. Guter Ball in die Spitze. Saliu Sané. Aber was für eine Grätsche von Erb. Rettet hier seinen Club und Beister arbeitet mit nach hinten. Der KFC Uerdingen hat Bock. Die wollen hier was reißen. Aber so wird es schwer. Anton Fink, 77. Minute. Fast mit dem dritten. Und ja, wie gesagt, das würde dann auch letztendlich die Entscheidung bedeuten, aber erstmal vertagt. Der KFC Uerdingen muss hinten aufmachen. Dadurch passieren auch diese großen Möglichkeiten für den KSC, aber das ist eines Tabellenführers würdig, wie Uerdingen sich hier schlägt. Sie versuchen alles nach vorne zu geben und der KSC verbasselt es hier gerade wirklich, die Entscheidung draufzusetzen. René Tor Vollert in Jena mit einer tollen Parade und jetzt nach Jena hat der FCK ausgleichen können. Das hat er. Mats Albeck mit dem Ausgleich. Eine Viertelstunde vor dem Ende sind die Roten Teufel wieder in dieser Partie. Und sie haben die Möglichkeit, hier den ersten Dreier seit dem ersten Spieltag wieder mitzunehmen. Albeck viel zu frei in der Mitte. Geht damit der Sechser. Ist damit ungedeckt. Keiner geht mit ihm mit. Und vor Koppens hält er diesmal den Kopf oben und behält die Nerven. Keine Chance aus der Distanz den zu halten. Mats Albeck bringt Kaiserslautern wieder ran. 1:1. Wir geben nochmal nach Köln. Fortuna führt da noch 2:1. Offenbart aber auch immer wieder die Möglichkeit für Lotte hier Tore zu erzielen. Das ist Dietz. Rehne mit der Parade. Aber Langlitz kommt nochmal ran und der Ball ist im Tor. 80. Spielminute 2:2. Die Sportfreunde Lotte belohnen sich für eine klasse Partie nach vorne. Und Fortuna Köln wird bestraft, dass sie das hinten zulassen. Dietz scheitert erst am überragend parierenden Rehnen und dann ist er ohne Chance. Uafero, der das 3:3 erzielen konnte gegen Kaiserslautern, zieht hier den kürzeren im Kopfballduell gegen Lanlitz. Und das ist dann für Fortuna Köln sicherlich sehr bitter, aber Lotte
Wie erwähnt, das ist absolut verdient und das haben sie sich auch erarbeitet. Alexander Lanlitz 10 Minuten vor dem Ende mit dem 2:2 Ausgleich. Und jetzt ist hier wirklich alles denkbar, aber Fortuna Köln kann auch immer wieder zurückschlagen. Die Qualität nach vorne mit Hartmann und Co. ist ja auch immer wieder gegeben. Und da ist Hartmann! Fast wieder Tor in Jena. Postwendende Führung, Tor in Jena. Spiel gedreht oder wieder der Treffer für Jena? Spiel gedreht und der 1. FC Kaiserslautern steht hier ganz knapp davor, zum zweiten Mal in der Saison zu gewinnen. Biada steht einfach richtig, Albeck leitet das wieder ein. Elfmeter in Würzburg. Wir schauen hier nochmal auf den Treffer und dann geben wir nach Würzburg, geben zum Strafstoß. Aber das könnte hier richtig wichtig für den 1. FC Kaiserslautern sein. 2:1, 10 Minuten vor dem Ende, ab nach Würzburg zum Elfmeter. Hier liegt das 3:0 für Würzburg in der Luft, aber Göbel scheitert an Marcel Engelhardt. Thorsen und Engelhardt klärt das jetzt. Schwach geschossen, fast zentral und doch die Möglichkeit jetzt nochmal. Ademi legt auf, Mast trifft nur den Außenpfosten. Das ist jetzt aber nur noch eine Frage der Höhe, diese Partie. Eintracht Braunschweig hat sich aufgegeben. Es steht hier 2:0, hier wird alles klar sein. Wir geben nochmal eine Station weiter, wo es spannender ist. Und das ist in Meppen. Domaschke bewahrt die Gastgeber vor dem 1:1. Stefan Hein. Und das ist wirklich knapp. Sensationelle Tat von Domaschke, der hier für den Tabellenletzten, zumindest vorm Spieltag, die Führung festhält. Eckstoß. Und der kommt aber zu schwach rein. Möglichkeit jetzt zum Kontern. Wegner kann da alles klar machen. Unterhaching kommt aber mit genügend Männern wieder hinter den Ball. Meppen möchte Tor in Groß-Asbach wissen. Ab nach Groß-Asbach. Wenn hier draus nichts wird. Ja, ab nach Groß-Asbach. Es gibt doch noch den Ausgleich. 87. Spielminute. Groß-Asbach mit dem 1:1. Ist das bitter für Rostock. Riesenmöglichkeiten gehabt, um das hier auszugleichen. Und Sebastian Bösel bestraft das. 3,5 Minuten vor dem Ende. Taucht plötzlich völlig frei vor Johannes Gelios auf. Der ist machtlos. 1:1. Und wir geben nochmal eine Station weiter. Wo alles klar ist, der KSC wird hier gewinnen. Deswegen nur noch eine ganz kurze Schalte. Tor in Schalte. München. Und wir geben nach München, wo noch ein Treffer gefallen ist. Auch hier fällt das 1:1, ganz spät. Wen gleicht aus? Mvroza steht an der absolut richtigen Stelle, beziehungsweise rutscht genau an der richtigen Stelle rein. Was für ein Finish. Der 1860 München-Fan darf sich an den Kopf fassen, darf sich ärgern. Wen brachte fast gar nichts nach vorne über die 90 Minuten und hier gerade die Riesenmöglichkeit auf der anderen Seite von Wiltsch, um das hier frühzeitig zu entscheiden. Es wird dann bestraft, wie das da manchmal so ist. 1:1 in der 88. und 1860 München gibt diesen sicher geglaubten Sieg doch noch aus der Hand, aber vielleicht können sie ja nochmal antworten. Dazu sind die Löwen durchaus in der Verfassung, das zu schaffen. Nochmal nach vorne unterwegs. Grimaldi auf Wein. Grimaldi mit dem Abschluss. Oben kommen schon die ersten Endergebnisse rein. Würzburg gewinnt 2:0 gegen Braunschweig. Und das ist jetzt bitter, dass Grimaldi den so verzieht. Nochmal nach Köln. Lotte will's wissen und kommt nochmal. Gerrit Wegkamp auf dem Weg. Warum zieht er nicht selber ab? Und Lindner verhaut den dann komplett. Die Riesenmöglichkeit zum 2:3. Was macht Wegkamp denn da? Legt den Ball rüber, anstatt ihn selber zu machen. Und Lindner macht das Schlechteste draus. 1860 Wien Wiesbaden 1:1 zu Ende gegangen. Hier gibt es vielleicht nochmal ein Minütchen, wir wissen es nicht. Wir bleiben aber erstmal nochmal drauf. Kann hier jemand noch den Lucky Punch setzen? Es hätten beide irgendwie verdient und dementsprechend geht das 2:2 auch in Ordnung. Nochmal Scheu, nochmal Kiere, der den Ball auf Scheu zurückspielt. Die Abschlussmöglichkeit gibt es nicht mehr. Langlitz klärt und die Partie ist vorbei. Fortuna Köln und Lotte trennen sich leistungsgerecht 2:2. Wir geben nochmal nach Jena, da läuft die Partie fast als einzige noch. Als einzige, Meppen ist vorbei, nochmal der Eckstoß für Jena. Aber Sievers hält den Ball fest.
und damit wahrscheinlich auch die 3 Punkte. Die letzte Partie, die noch läuft in der Konferenz. Und der erste FC Kaiserslautern hat es geschafft. Der zweite Saisonsieg ist eingefahren und das dürfte wirklich für Beruhigung sorgen. Jena hat klasse gekämpft. Koppins hat mehrmals die Führung oder die Gegentreffer verhindern können. Am Ende war es die Qualität von Biada und von Mats Albeck, die für den Unterschied gesorgt hat. Das war's aus der Konferenz. Jetzt nochmal alle Ergebnisse im Überblick. Ja, und hier sehen wir die Ergebnisse nochmal im Überblick. Wie gesagt, tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Gleich gibt's die anderen 3 Partien, die nicht in der Konferenz mit von der Partie waren, in Anführungszeichen oder im wahrsten Sinne des Wortes, nochmal in der Kurzzusammenfassung. Viel Spaß dabei und danach melde ich mich nochmal. Bei Preußen Münster gegen Cottbus am Freitagabend traf in der 45. Minute Martin Kobylanski zum 1:0. Psychologisch wertvoller Zeitpunkt. 2:0 von Kevin Rodriguez-Pires in der 90. bedeutet jeweils in der Nachspielzeit der Treffer für Münster. Somit gewinnen sie 2:0. Dann im nächsten Spiel Marc Haider schoss zum 1:0 ein in der 8. Minute gegen Zwickau und in der 74. Minute von David Blacher die Entscheidung. Damit Osnabrück wieder oben auf. Halle gegen VfR Aalen zum Abschluss des Spieltages. Sehr deutlich. 3. Minute Matthias Moris bereits mit dem 1:0. Lukas Schnellbacher in der 13. mit dem 2. Streich. 21. Minute Marcel Beer bereits zum 3:0. Da war dann schon alles entschieden. Die Partie beruhigte sich dann in der 51. Minute. Dann aber wieder der Treffer. Lukas Lemmel steht richtig am 2. Pfosten, hält den Fuß nur noch hin. Und das 5:0 zum Abschluss in der 68. Minute wieder von Matthias Moris. Jo, und damit alle Partien einmal im Überblick vom 8. Spieltag. Rechts seht ihr meine Tipps und in der Mitte eben, wie die ganzen Spiele ausgegangen sind. Wenn es euch gefallen hat, nochmal einen Daumen oder ein Abo würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt kommt die englische Woche, da glaube ich, werde ich die 2. und 3. Liga einfach nicht schaffen. Tut mir leid, ganz dicke Sorry, aber das ist zeitlich einfach nicht möglich. Wir schauen jetzt nochmal auf die Tabelle kurz und dann soll es das auch mit diesem überlangen Video gewesen sein. Uerdingen trotz der Niederlage immer noch an Tabellenplatz 1, Würzburg auf 2, Osnabrück auf 3. Ganz unten stehen Wien, Wiesbaden, die Sportfreunde Lotte, Meppen trotz des Sieges und Braunschweig an Tabellenplatz 20. So, das war's. Nehmt's nicht zu ernst, ist nur eine Prognose. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.